So, herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Panzersports, hier bei dem Liga 10 Spiel zwischen One und Unity in der Gruppe A. Und ich habe mir gerade mal die Gruppe A hier aufgeschlagen. Beide bis jetzt noch ungeschlagen. Das heißt, der Moment, dritter Spieltag, am dritten Spieltag. Und ja, trotzdem beide ungeschlagen und dementsprechend, wer dann hier vom Sieger vom Platz geht, der wird dann höchstwahrscheinlich die Tabellenführung an sich reißen. Gut, bei Unity, die müssten dann schon sehr hoch gewinnen. Aber wie gesagt, beide ungeschlagen. Da können wir uns, glaube ich, auf ein spannendes Match gefasst machen. Sind auch schon beide Clans vollzählig angetreten. Ja, vollzählig. Und hoffen wir mal, dass das Internet heute hier ein einigermaßen freies Spiel zulässt. Wir haben ja da in den letzten Wochen echt Probleme in Sachen Spielstarten, ganzen Sachen, was mit Kommunikation zu tun hat und ähnliches. Also hoffen wir mal, dass wir da heute reibungslos durchkommen und dass, wenn doch was passiert, dass die Clans sich hier untereinander relativ schnell einig werden, wie sie das handhaben. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal los hier. Und gucken uns das Ganze mal an. Da haben wir drei Super Kongs bei One. Bei Unity sieht das bis jetzt noch sehr, sehr medlastig aus. Also das Maschinen, ja, das ist auch noch relativ flink. Ja. Also bei One 4 Super Kongs und so wie ich das jetzt aus dem Augenwinkel gesehen habe, bei Unity plus der Maschinen als Heavy. Also sehr, sehr mobiles Setup. Und ja, für die Super Kongs natürlich da oben auf dem Hügel. Die können natürlich gut arbeiten, allerdings wenn die dann da gerommelt werden, ne, mal gucken. Also ich würde mal tippen, dass sich das hier vielleicht auch wie in einem Random sich vielleicht oben an dem Hügel abspielt. So aus, als wenn die Scouts vor, ja, bei One auch, so wie ich es vermutet habe, es wird sich so wie im Random weiter oben abspielen, auf C4, C5, und hier werden sich schon mal die Lights beschnuppern. Mich hat gewundert, dass gar kein TD dabei ist, ich hätte eher getippt, dass hier auf der K-Linie sich dann irgendwie ein paar TDs. Ne, da hinten wird noch nicht geschossen. Also die Badges sind jetzt aufgegangen, die müssten jetzt auch durchgeladen sein. Der Scout ist nochmal weggekommen. Hat auch nicht so viel abgekriegt. Super Kong stehen da jetzt schon in Position. Das ist natürlich jetzt auch schwer für die Artis von One zu wirken, weil Unity halt so ein extrem mobiles Setup hat. Ist dann doch nicht so einfach zu treffen. Also wenn da irgendwelche Superkongs irgendwo halt on chillen. Ich glaube, sie bereiten jetzt hier, Unity bereitet jetzt, glaube ich, hier den Push vor. Sind auch komischerweise fast alle unspotted hier rangekommen. Ja, und jetzt wird hier rüber gepusht, genau. So, dann muss Unity jetzt quasi hoffen, dass die Conqueror nicht so gut schießen. Dann können die Artis auch nicht so viel machen.
Wie gesagt, die sind hier alle relativ am Fahren. So, jetzt sind noch die Supercons über. Aber Unity musste auch ein bisschen bluten. Panzergleichstand, jetzt nicht mehr. Jetzt hat One einen mehr rausgenommen. Also das ging von Unity aus gesehen ein bisschen in die Hose. Haben ein bisschen viel verloren. Vielleicht nicht zu, vielleicht ein bisschen aggressiver. Die waren doch lange an dem Hilda gestanden. Vielleicht ein bisschen mehr am Herwirbeln, wer weiß. Jetzt heißt es erstmal wieder neu aufbauen. Aber die gehen einfach nicht zu. Kriegen hier beim Wegfahren noch alles rein. Man sieht auch schlecht, ob die Arti da jetzt wirken konnte. Kann natürlich auch sein, dass die Arti da zwei, drei gute Treffer gelandet hatte. Die Badges sind noch im Reload. Aber das stört die Leute von Unity hier vorne irgendwie überhaupt nicht. Und trotzdem relativ aggressiv hier vorne. Obwohl sie noch keine Unterstützung haben. Und da ist auch der Exen eh schon raus. Wäre vielleicht schlauer gewesen, mal quasi so lange wie die Badges da hinten noch am Nachladen sind, sich auch ein bisschen zurückzuziehen. Jetzt wird der 100 LT wahrscheinlich beim Wegfahren auch noch abgefarmt. So, da die Badges jetzt hier auf den Supercon geschossen haben, sind die Badges natürlich auch wieder größtenteils wahrscheinlich leer oder im Reload. Also bis jetzt sieht es hier für One auf jeden Fall sehr gut aus, die ja Tabellenzweiter sind, wie gesagt ungeschlagen, und Unity Tabellenvierter ungeschlagen. Aber in der ersten Runde hat jetzt hier One die Oberhand, haben noch die zwei Artis, haben noch die Super Kongs und haben zum Glück auch noch Licht. Also sie haben auch noch den 100 LT hier oben, der muss halt versuchen, der darf nicht sterben. Sonst haben es die Superkongs schwer, die Gegner aufzukriegen. Also der sollte versuchen zu überleben, der Scout von One. So ist es. Ich weiß nicht, warum jetzt der Conqueror hier hinterhergefahren ist. Hat sich da isoliert und dadurch ist er auch abgefahren worden. Auf jeden Fall wird erstmal Capbook aufgebaut. Versuchen sich jetzt hier natürlich die Artis zu holen. Und da sieht es für den Scout von One schlecht aus. Das ist jetzt quasi raus. Und somit sind die Kongs jetzt ohne Augen, also die eigenen natürlich. Das heißt, rein theoretisch könnten die Badgets, wenn sie sich jetzt gut postieren und der Scout, der übrig gebliebene, ne, der ist auch raus, wie ist er jetzt rausgegangen? Ja, hat sich das auch schon erledigt. Okay, dann ist, hat der Kong jetzt hier den Scout auch noch rausgenommen. Dann sind beide ohne Licht und ja, dann würde ich sagen, das hat dann One jetzt hier schon gewonnen. Weil selbst wenn jetzt die beiden hier decappen könnten, ich glaube nicht, dass die ganzen Kongs hier noch wegputzen können. Vielleicht wollen sich jetzt noch die Artis retten. Ja, dann Glückwunsch zum 1:0 für One. Dann gucken wir uns mal an, ob die Artis hier irgendwas gemacht haben.
Ja, Gonkara GC 2.8 und die 1.6. Wenn man sich dann hier anguckt, was die gegnerische Maschinen und Centurion Action X gemacht haben und der AMX 50B. Könnte natürlich sein, dass es genau die Panzer waren, die auch getroffen wurden. Also auf jeden Fall haben die Artis trotzdem gut reinhalten können hier, obwohl das ein mobiles Setup war bei Unity. Und die Conquerors haben auch ein gutes Trefferbild gehabt. Dadurch ist der Push von Unity ganz schön blutig für Unity ausgegangen. Die haben da ganz schön viel HP gelassen. Und beim, ich sage jetzt mal, geordneten Rückzug haben sie ja noch mehr verloren. So, und schon geht's weiter in die zweite Runde. Auf jeden Fall hat Unity jetzt auch Arti dabei. Eine 9er Arti, okay. Sagen ja viele, dass die 9er Arti besser ist wie die 10er. Also wir mal gespannt, ob das auch so ist. Sieht man ja auch selten, dass bei irgendwelchen Gefechten niederstufige Panzer genommen werden. Ich habe es mal gesehen, dass im Achterbereich Werwölfe gefahren wurden, aber bei der Arti habe ich bisher, glaube ich, noch nie gesehen, dass unterstufigere Arti genommen wird. Aber irgendwann ist immer das erste Mal. Also vom Setup würde ich jetzt behaupten, wird es relativ ähnlich, das Spiel. Also gehe ich mal davon aus, dass sich wieder alles dort oben auf dem Hügel hier treffen wird, in der Stadt. Weil man halt hier relativ nah am Cap ist. Ja, man braucht nicht weit fahren. Man hat Deckung. Und von hier drüben muss man halt erst warten, dass irgendwo einer aufmacht. Und wenn man dann hin möchte, muss man hier durchs komplette Tal fahren. Von daher ist das meistens auch die bevorzugte Position hier. Und One verlegt das schon mal quasi fast komplett hin. Die Artis gehen in ihre Arte-Position. Eine Batchet sichert hier oben ab, also sprich, die spottet hier und eventuell wird sie gespottet. Man kriegt aber dabei den Spotter nicht auf. So ist das. Jetzt würde ich ihr aber raten, genau zuzugehen. Nur gucken, dass da keiner kommt. So, Unity macht das ein bisschen anders. One stand ja vorhin hier hinten, wo jetzt der Scout gerade hinfährt von One. Dort stand der One vorhin. Aber Unity stellt sich hier relativ nah ans Cap. Natürlich auch gefährlich, weil wenn jetzt so wie die Unity vorhin die ganzen Badges hier jetzt da hinten auf der Brücke gestanden hätten. Wäre das hier ganz schön in die Hose, hätte das ganz schön in die Hose gehen können. So, dann sind wir mal gespannt. Das heißt also, die drei Leute von Unity sollen quasi das Licht machen. Und dort drüben, alles was hier drüben auf der K-Linie steht, soll dann quasi rüberschießen. Mal gucken. Spannend, ob das aufgeht. Weil hier kann man doch schon relativ gut. Ja, es ist gut. Man kann hier trotzdem irgendwo noch ein bisschen Deckung finden. Und es reichen ja drei Panzer im Cap und der Rest kann ja runterpushen ins Tal. Ja, bin mal gespannt, wie jetzt die Vorgehensweise ist von One. Wie gesagt, von Unity. Sieht es halt so aus, genau. Die bauen sich hier so hin und wartet halt drauf, dass One jetzt ins Cap fährt. Und One tut natürlich den Gefallen. Ist auch schon mit drei Panzern gleich reingefahren und die Zeit rennt runter. Und wie man sieht, man hat ja auch relativ gut Schutz. Die sind sogar noch unspotted. Ja, jetzt trauen sich die Badget da nicht hoch, der schieße nicht hoch. Und jetzt wird es halt bei Unity langsam kritisch. Jetzt sind wir bei 30 Sekunden. Weil jetzt muss was passieren.
Aber der Scout von One ist natürlich in der Front hier, der spottet die Gegner dann gleich. Das ist auch, wie geht das denn? Ach, der ist noch. Hier wird das Cap aufgehoben und er kriegt die Conqueror nicht auf. Das ist ja krass. Er steht hier in dem Zaun und kriegt die Conqueror hier nicht auf. Krass. Aber jetzt hat der Action X da hinten die Conqueror aufgekriegt. Und da kam auch gleich der Decap-Schuss. Aber wir sind immer noch bei 30 Sekunden. Warum jetzt die zwei Schieße so weit weg sind, verstehe ich nicht. Die müssten eigentlich hier den Action X pushen. Oder eventuell den anderen hier unten helfen. Man hat auch schon gut geblutet. Ja, vielleicht sollte man das Captain jetzt aufgeben. Das wird eh nichts mehr. Und sollte sich lieber konzentrieren, hier die Panzer rauszunehmen. Beziehungsweise nicht rausgenommen zu werden. Ja, da hat halt One den Unity den Gefallen getan und hat da gecapped. Das ging auch eine Weile gut. Aber in dem Moment, wo die dann aufgegangen sind, war es dann auch geschehen. Und One ist jetzt schon ganz schön kaputt geschossen. Haben auch ein Panzer weniger. Und ein One-Shot. Ja, und hier wird immer noch. Also Unity macht das jetzt hier bedächtiger und ruhiger. Und haben halt immer mal zwei, drei Panzer, die dann vorfahren, die dann spotten und im Backup die Leute schießen dann quasi rüber und schießen die dann mal runter. Das reicht ja, wenn von fünf Leuten, die schießen, einer trifft. Und man selber wird halt nicht getroffen. Dann frisst halt trotzdem die AP runter. So, jetzt sind die Schieße endlich mal runtergefahren, wie ich vor 10 Minuten schon sagte. Haben den da weggepusht. So sind sie von der Seite erstmal safe. Und haben jetzt Panzergleichheit wiederhergestellt. So, jetzt muss Unity eigentlich reagieren, weil die sind hier eigentlich am längeren Hebel, weil sie viel mehr HP über haben. Man sieht ja 74 zu 48, das ist schon deutlich mehr HP. Und jetzt liegt es eigentlich an One, sich gut zu verstecken, und an Unity, die müssen jetzt das Spiel machen. Vielleicht kippt das Spiel jetzt dadurch auch nochmal, weil erst war es ja andersrum. Da hat versucht, One das Spiel zu machen und Unity hat nur reagiert. Kommt es halt darauf an, ob jemand das unentschieden möchte oder. Die Schieße verlegen wieder nach hinten. Die Karte ist halt viel zu groß, man kriegt halt nicht alles drauf. Es tut mir da echt leid, wenn ich jetzt da irgendwelche wichtigen Sachen verpassen sollte. Aber im Moment sieht es halt wie gesagt so aus, dass das bei Unity erstmal so bleibt. Nur zwei, drei Spotten und der Rest schießt von hinten. So. Ja, die Scouts sind dann schon scheiße nervig, ja. Kommen dann immer bloß mal hochgepiekt, wenn man sie gerade in dem Moment nicht braucht, gehen auf, setzen einen vielleicht noch einen Schuss rein und verpissen sich wieder. Das ist dann auf Dauer ganz schön nervig, wenn du dann nicht zurückschießen kannst. Und vorfahren kannst du auch nicht, weil du dann von hinten hier, von der K-Linie, von den Batschets und den Schießen und so eine fängst. Zwei Schieße. Pushen kann man aber auch nicht mehr wirklich, weil man nicht mehr viel hat.
Aber die Zeit wird auch knapp. Also an Unity-Stelle, ne, sind jetzt so bei 74, 41%. Die müssten auch sehen, dass sie relativ im Vorteil sind. Es sind nur noch 2 Minuten Zeit, um mir noch einen Panzer rauszunehmen, um den die Runde zu gewinnen. Weil im Moment ist es halt unentschieden. Und es wäre schade für Unity, aus Unity-Sicht halt jetzt ein Unentschiedener nur aus der Runde rauszuholen, wenn man prozentualmäßig Hitpoints so weit führt. Müsste sich eigentlich eventuell vielleicht auch mal die 2 Scouts einen raussuchen, den sie mal rausnehmen können. Oder dass die Arti vielleicht irgendwo einen Lucky Punch setzen kann. Aber jetzt wird es echt knapp. Also da ist Unity jetzt doch meiner Meinung nach zu übervorsichtig. Natürlich würden sie jetzt, wenn sie selber einen Panzer verlieren, auch die Runde abgeben. Aber man hätte jetzt so zum Beispiel alles, was Full Life ist, zusammensuchen können, um mindestens nur einen einzelnen Panzer rauszunehmen. Ich glaube, das wird jetzt nichts mehr innerhalb von einer Minute, weil One hat sich jetzt auch gut verbarrikadiert. Man kann halt eigentlich nur die Arti jetzt irgendwie, wenn so gut ist, da irgendwie jemanden one-shotten. Weil die stehen ja alle halt down. Und bis du da rangekommen bist, bist du schon selber runtergeschossen. Vielleicht maximal, aber. Nee, das sieht nach einem Unentschieden aus. Und man sieht auch, dass die HP jetzt anders bei Unity auch langsam runtergehen. Bei diesen Anfahrtversuchen kriegen sie halt jedes Mal ins Gesicht. Das wird wohl ein Unentschieden geben. Ja, das ist zu spät, Leute. Na, 10 Sekunden Verschluss kommt Unity jetzt hier hoch. Das ist zu spät. Da werden sie wohl kein Panzer mehr rausfinden. 2, 1. Oh, jetzt haben sie die Runde noch verloren. Was? Unentschieden? Sind da jetzt noch 2 Panzer rausgeflogen? Wieso ist das jetzt ein Unentschieden? Hier sind 3 Panzer raus, hier sind 2 Panzer raus. Nee, das ist. Also die Anzeige ist jetzt falsch. Das ist kein Unentschieden. Unity hat das Spiel jetzt hier verloren. Weil. Gewonnen, Entschuldigung. Unity hat gewonnen. Weil 3 von 1 raus sind. Und Unity hat nur 2 verloren. Dementsprechend hat Unity die Runde jetzt gewonnen. Dann haben sie doch noch einen rausgekriegt. Na, das war jetzt der letzten Drücker. Ich hab das auf echt erst andersrum gesehen, den letzten Schuss. Aber es war Unity, die da noch den 3. von 1 rausgenommen haben. Ja, und somit steht es 1 zu 1. Die nächste Karte ist drinne. Stand da vorhin nicht was von Winter? Muss ich nochmal kurz gucken. In meinem schlauen Telefon. Bin der Meinung, da stand Winter. One Unity Malinowka Winter. Das ist nicht Winter. So. Malinowka, zweiter Versuch. Weiß nicht, warum das immer so weit kommen muss. Kann ich halt nicht nachvollziehen, sowas. Meine, das hat ja nun Unity hat es ja nun auch gesehen, dass die falsche Karte ist. Dann kann man ja mal hier in den Party-Chat reinschreien, mehrmals. Und die FKs beziehungsweise die Feldkom, sag schon die Clan-Chefs, die haben ja auch die Kontaktdaten der jeweiligen anderen Clans. Dass man da nicht hin und her schreibt und sagt, hier passt mal auf, ihr habt in der bei der Einstellung die falsche Karte drin. Dass man das ja dann 10 Minuten dann so drinnen lässt, das Spiel anfangen lässt, um sich dann hinzustellen, die Kanonen da oben zu machen. Weiß ich nicht. Jeder kann mal einen Fehler machen. Ich weiß nicht, warum man da das immer so groß zelebrieren muss, dass da jemand jetzt einen Fehler gemacht hat.
Hätte man jetzt einfach gesagt, hier, pass mal auf, das ist die falsche Karte, mach mal Winter rein, dann hätten die die Karte neu gemacht, dann hätten das Spiel gestartet und dann wäre das Spiel jetzt schon vorbei. Aber so ist jetzt die falsche Karte gewesen. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich gerade nicht, wird wahrscheinlich Unity jetzt da irgendwie ein Veto einlegen wollen, eventuell. Und wahrscheinlich sagen, dass ja, sie jetzt irgendwie, keine Ahnung. Ich hoffe, mit Unity ist jetzt so fair und will jetzt hier nicht irgendwie den Punkt ergattern, indem man das als. Was ist denn jetzt? Tja, ich habe keine Ahnung, was jetzt hier los ist. Warum kann man nicht einfach vorher miteinander sprechen? Kann mich da jetzt wirklich nur wiederholen. Wäre jetzt nicht schwer gewesen. Einfach zu sagen, Leute, pass mal auf, das ist die falsche Karte. Das wären 10 Sekunden gewesen, hätten die die Winterkarte reingemacht und mal das Spiel starten können. Anstatt jetzt diesen ganzen Wischiwaschi hier. Und ja, wie gesagt, ich würde, was ich zu Ende führen wollte, noch, ich hoffe, dass Unity jetzt hier nicht irgendwie einen Punkt ergattern will mit dem Motto, na, das war die falsche Karte, die, das Gefecht kann nicht gewertet werden oder so. Aber ich glaube schon, dass sie so fair sind. Auf jeden Fall wird das erstmal ganz normal gestartet. Auch wenn das Auftick-System jetzt ein bisschen kurios aussah. Und mal gucken, nicht, dass jetzt der One mit der Kanone da oben steht, weil sie nicht bereit waren. Könnte ja auch alles passieren, wer weiß. Fahren wir gleich mal rüber. Ne, bei One bewegt sich jetzt einmal sowas. Und Unity fährt auch. So, das hätten wir dann schon mal. Dann scheint es ja jetzt doch loszugehen. Ja, hier große Überraschung gibt es ja auch nicht. Natürlich fährt erstmal ein Teil zum Cap hoch. Weil nichts ist schlimmer als durchgecappt zu werden, ohne dass man selber rankommt. Und der Rest verteilt sich. Dort deckt nur der eine 100 RT ab. Bis jetzt sind die Kongs auch noch. Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt sind ein Kong ist zumindest offen. Die sind ja auch schon sehr weit vorne. Aber sie scheinen die Kongs noch nicht aufgekriegt zu haben. Und mir fällt gerade auf, dass Unit hier komplett ohne Arti spielt. Ja, Unit hat keine Arti dabei, oder ist hier irgendwie eine Conqueror GC dazwischen? Nee. Kriegen jetzt natürlich schön in die Seite rein, jetzt weil sie offen sind. Und hier von den Giselle und Objekt und alles, was hier halt steht, beschossen werden in die Seite. Jetzt müsste sich der 100 RT in die Wedge jetzt genau den Objekt da schnappen. Wir haben jetzt, jetzt müsste One eigentlich dann ihrerseits wieder hier runterfahren und die zwei hier wegzupuschen. Das sieht nicht gut aus für Unity, die werden ja gerade richtig zusammengeschossen. Und One ist auch gleich schon im Cap. Und haben dann immer noch die Arti, die jetzt sicher drauf feuern kann. Und das sieht gar nicht gut aus für Unity.
Also selbst wenn die Conqueror jetzt hier runterdrücken und alles, was jetzt hier so rumfährt, noch rauskriegen sollten, werden sie es, glaube ich, nicht mehr schaffen, dann rechtzeitig ins Cap zu kommen. Aber warum jetzt Wanda nur zwei Panzer im Cap drin stehen, das verstehe ich auch nicht. Warum sich Wanda nicht mit drei Panzern gleich reinstellt. Jetzt steht der dritte erst drin. Ne? Nach 15 Sekunden. Na, die 15 Sekunden können wir mal festhalten. Falls das Cap jetzt nicht aufrechterhalten werden kann, dann lag es daran, dass plus zwei Leute drin standen. Ja, aber sie kommen noch rechtzeitig hoch, auf jeden Fall. Ich bleibe jetzt mal hier oben, weil das ist irgendwie wichtiger als das da unten, würde ich sagen. Wobei, für Unity sieht es echt nicht so gut aus. AP-Technik. Und Unity kann auch hier nicht mit AD reinwirken, weil sie keine dabei haben. Das heißt, sie müssen ja irgendwie jetzt hier hochkommen und mit den Kongs wirken. Wobei One sich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, so ein bisschen zurücklehnen kann, einfach die Kongs aufhält und die AD arbeiten lässt und alles, was von da unten eventuell noch reinschießen kann. Und somit ist durchgekappt worden und ist der Sieg auch an One gegangen jetzt. Aber man sieht auch, dass ja, jetzt sieht man es nicht mehr, aber man hat auch gesehen an den HP, dass Unity da ganz schön im Bedrängnis war. Also selbst ohne Durchcappen hätte das Unity jetzt wahrscheinlich verloren, die Runde. Rein theoretisch steht es jetzt 2 zu 1 für One. Da sollte One jetzt hier so, ja, sag mal 5-1 gewinnen. Dann sind sie Erster. Bei Unity, ich glaube, selbst beim 6-0 dürfte es nicht für einen ersten Platz reichen. Aber für einen zweiten. Und dann werden sie die One runterstoßen vom zweiten. Also alles quasi entscheidend hier, entscheidende Wochen. Also bei Unity hat sich auf jeden Fall was geändert. Bei One sieht es nach dem gleichen Setup aus. Und bei Unity sind die ganzen Kongs rausgegangen. Entschuldigung, dafür sind die Badgets reingekommen. Und die WZs waren vorher, glaube ich, auch nicht drin. Könnte natürlich jetzt bedeuten, dass Unity quasi auf die Schnelligkeit spielt und ruckzuck ins Cap hoch möchte und dann durchzucappen, weil man vergisst immer von der Seite, wo One steht, braucht man halt länger. Nee, falsch rum. Nee, Unity steht quasi. Ja, also hier, wenn man hier steht, auf der Seite, wo One steht, nochmal langsam und in aller Ruhe, hat man es näher zum Cap und könnte rein theoretisch, wenn man mit drei Scouts da reinstellt und der Gegner halt nichts Schnelles dahin schickt, könnte man durchcappen, bevor der Gegner hier oben ist und decappen kann. Weil, wie man sieht, haben die halt einfach den längeren Weg hier. Aber von Unity, die Badgets sind unterwegs. Und One macht noch keine Anstalten, Richtung Cap zu fahren, außer die Heavies. Also die 3 RTs, die mit den 300 RTs da jetzt, die hätten schon drinnen gestanden und wären schon bei, keine Ahnung, wahrscheinlich 15 Sekunden oder 20 Sekunden, die noch über wären. Dann wird es immer ganz schön knapp, dass man die da rauskriegt. Andererseits müssen wir jetzt gucken, dass die Heavies hier schnell genug oben sind, aber das sieht ganz gut aus für One. Also aus One-Sicht. Die Badgets sind jetzt angekommen hier oben im Cap. Die Heavies, das sieht so aus, als wenn die hinterherziehen. Ja, die fahren, bleiben jetzt nicht hier unten stehen. Man hätte jetzt auch hier unten stehen bleiben können, quasi, um dann hier das Querfeuer auf alles, was jetzt da hochkommt, zu ziehen. Aber Unity gibt jetzt hier die komplette Map Control auf
fahren stur weiter hoch mit allem, was sie haben. Und das spielt jetzt aber meiner Meinung nach One ganz gut in die Karten, weil One hat jetzt hier die Heavies und könnte eigentlich mit allem, was hier unten steht, hier unten was auch gerade machen, die Heavies beschäftigen. Immer noch kein Decapture, oder? Es ist immer noch nicht gedecapped. Jetzt ist er angehalten erstmal, aber immer noch nicht gedecapped. Jetzt, naja, so halb gedecapped. Bei 17 Sekunden sind wir jetzt. Jetzt sind wir bei 33 Sekunden. So, jetzt wird's interessant. Man sieht jetzt nicht wirklich viel. Kann auch leider nicht höher rausscrollen. Aber da hat Unity auf jeden Fall gut aufgeräumt hier. Da ist nicht mehr viel von One über, was hier hochkam. So, und jetzt läuft der Hase andersrum. Oder könnte rumlaufen. Ich weiß nicht, warum da jetzt der Supercon nicht rausgenommen wird. Sind die alle noch im Reload? Nee. Doch. Reload, Reload, Reload. Ah, ja, hier unten hat Unity verloren. Ja, und jetzt ist es halt zu spät. Also die Badge zwar voll, aber jetzt ist zu viel von One hier oben. Ja, das war auf jeden Fall spannend. Ging hin und her jetzt. Zwar ein bisschen zu schnell, ich kam jetzt hier überhaupt nicht mit der Kameraführung. Sorry schon mal dafür, dass ich jetzt hier vielleicht nicht alles drauf habe. Aber das ging doch jetzt relativ fix. Aber die Runde ging jetzt auch an One. Und somit steht es 3 zu 1 für One. Aber die war auf jeden Fall sehr interessant jetzt, wie schnell das umgeschlagen ist. Allerdings waren dann die kompletten Panzer bei Unity leer. Und unten hatte man verloren das Duell. Dadurch kam alles, was One noch hatte, auch mit hoch. Und dann, ja, da war halt kein Gegenhalten mehr. Und somit hat sich dann One diese Runde jetzt hier geholt. Dann steht es somit 3 zu 1. Und die nächste Karte ist wie gesagt ein Himmelsdorf. Und dann gucken wir mal, ob Unity sich dann zumindest noch das Unentschieden sichert. Oder ob One noch hier ein, zwei Punkte abkrabbeln kann. So, sieht so aus, als ob bei One wieder getauscht werden soll. So, irgendwie weiß ich nicht, da muss noch mal jemand mit One sprechen. Weil normalerweise ist es so, dass die Seiten nur gewechselt werden nach den Runden, nicht nach einer neuen Map. Also sprich, man hat jetzt Himmelsdorf eine Runde gespielt, dann wechselt man natürlich die Seiten. Dann ist Himmelsdorf ja fertig gespielt. Dann kommt die nächste Karte und man spielt so, wie man steht. Und wechselt nicht, sondern spielt so, wie man steht. One hat jetzt gewechselt. Jetzt sind wir mal gespannt, ob das jetzt irgendwelche Konsequenzen hier nach sich zieht, ob jetzt irgendwie Unity da was sagt oder ob jetzt, ob das jetzt einfach so stehen bleiben kann und gestartet werden kann. Ganz ehrlich weiß ich jetzt auch nicht, was in den Regeln dazu steht, ob das jetzt irgendwie geahndet wird oder nicht. Auf jeden Fall ist es halt eigentlich so, dass wenn die neue Map kommt, halt nicht rotiert wird, sondern die Seiten so bleiben, wie sie sind. Sei es drum, ist ja eigentlich nicht schlimm. Hat ja keiner Vorteil oder Nachteil. Dann müsst ihr eh beide Seiten spielen. Von daher denke ich mal, dass das nicht so schlimm sein wird. Bis jetzt ist im Discord auch noch relativ ruhig. Normalerweise, wenn irgendwas scheiße läuft, dann
glüht der Draht hier. Aber im Moment noch alles safe. Kann natürlich auch im Internet liegen, dass keiner was schreiben kann. Aber egal. So, Pimmels, Entschuldigung, Himmelsdorf. 3 zu 1 für One. Die, wenn das so bleibt, quasi, dass das ein Sieg wird, dann eventuell die Tabellenspitze übernehmen in der Gruppe A. Und ja, bei Unity, die werden dann auf ihrem vierten Platz wahrscheinlich verharren, je nachdem, wie die anderen Spiele da verlaufen. Aber ich glaube nicht, dass Unity jetzt einfach sagt, okay, dann haben wir halt verloren. Ich glaube, die wollen sich jetzt hier noch die 2 Punkte holen, dann steht es unentschieden. Und dann sehen wir Geisterstadt. Ich glaube, diese Saison gab es erst ein einziges Entscheidungsspiel. Könnt mich da gerne berichtigen, ne? Unten in die Kommentare könnt ihr gerne reinschreiben, was euch da irgendwie nicht so, ne, wenn das nicht so ist. Aber ich bin der Meinung, dass erst ein einziges Spiel war, wo dann wirklich Geisterstadt gespielt werden musste und das Spiel dann 4-3 endete. Ansonsten ist, glaube ich, alles so entschieden worden in den normalen 6 Runden. Und das war ja letztes Jahr deutlich anders. Das war ja sehr, sehr oft, dass Geisterstadt gespielt wurde. Also in unserem Clan, wir haben, glaube ich, jedes zweite Spiel auf Geisterstadt gespielt. So, da möchte jemand was. Ich hoffe mal, dass er was von Unity möchte. Aber so wie es aussieht, meldet sich noch keiner von Unity. Jetzt geht's erstmal los. Ich hoffe, bei den Leuten klappt alles. Es ist nichts schlimmer als im CW diese scheiß Probleme noch dazu zu haben. Also wir hatten das jetzt auch zweimal bei meinem Clan, dass dann ja in der Party der eine hat den anderen nicht gehört und der hat den gehört und der den nicht und der ist dann rausgeflogen, der hat eine halbe Stunde gebraucht, um sich einzuloggen und ach, das ist richtig kacke. Und deprimiert auch, und wenn man dann irgendwie ein, zwei Runden auch noch abgibt, deswegen, dann ist man richtig stocksauer. Also, ich hoffe mal, dass es bei den beiden Clans hier relativ reibungslos läuft, intern. Alles andere kann man dann eh nicht beeinflussen. So, Setups. Wir haben hier ziemlich viele Heavies, bei beiden Seiten, logischerweise. IS-7 WZs, aber ich sehe auch ein, zwei Conqueror. Die werden wahrscheinlich an irgendwelchen High-Down-Positionen hingestellt. Und so wie es aussieht, will Unity hier hoch mit der Hälfte und One fährt komplett Richtung Cap. Auch nichts in die Heavy-Gasse. One lässt aber was um die 50 Bs hier stehen. Als Schutz quasi. Oder als Opfer, wie man es sehen möchte. Weil Unity wird es ja relativ schnell mitkriegen, dass da nur zwei Panzer stehen. Und hier steht auch nur ein einziger Panzer, der E4. In jeder Gasse ein Panzer, ob das so schlau ist. Rein theoretisch kannst du da einfach drüber bügeln, nimmst einen Panzer nach dem anderen raus. Und keiner kann dem anderen helfen, so richtig. So, da oben werden die 50 Bs, die ziehen sich jetzt zurück. Ich schätze mal Richtung E4. Der hat jetzt richtig zu tun hier. Ja, der E4 hat quasi das fast das halbe Team von Unity hier stehen. Kommt jetzt der 279 zur Unterstützung. Aber 50 Bs bleiben noch da oben stehen. Und wollen eventuell ja, den Push verlangsamen, der von der Seite kommen könnte. Und so langsam dürfte One sich aber eigentlich ins Cap stellen.
Meine, wenn sie sich ins Cap stellen, dann kann man sich ja denken, von wo der Push auskommen wird, wenn man hatte gesehen, wo die Panzer stehen von Unity. Aber sie wollen jetzt so wahrscheinlich alle in die Heavy-Gasse fahren. Also ich wäre, wenn, dann da hinten lang gefahren, aber das, was jetzt so quasi Unity macht, aber leider aufgegangen. Also aus Unity-Sicht leider aufgegangen. Jetzt hat One wahrscheinlich den Braten gerochen. Jawohl, und fährt wieder zurück. Also der Weg war umsonst. Und hier ist immer noch nichts passiert. Ne. Es ist noch ein 50-Beater. Ne, das ist leider noch dazugekommen. Ein WZ ist da noch dazugekommen. In der Maschine ist aber auch alleine. Also normalerweise könnte man den schnell wegfrühstücken. Aber ich glaube, das haben die noch nicht so realisiert von One, dass der Machine alleine ist. Aber sie gehen jetzt erstmal drauf, oder? Ja, die 50 Bs von hinterher. Der eine ist ziemlich mutig hier. Jetzt kommt, glaube ich, der Push von Unity. Nee, doch nicht. Sie stellen sich hier bloß alle hin. Ja, es ist aber eine dumme Position. Also, es sind da zu viele Panzer. Die Gefahr, dass du deine eine triffst, oder so, ist eigentlich viel zu groß. Wie willst du hier eine Feuerlinie aufbauen mit 10 Panzern? Weiß ich nicht. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so schlau, was Unity hier macht. Aber One macht das jetzt. Stellt jetzt da auch was hin. Die Kongs können hier schön in die Seite reinhauen. Und von oben nehmen sich die 50 Bs. So kann man es, glaube ich, besser sehen. Die 50 Bs machen jetzt die Maschine da oben kaputt. Hier unten wirken die Kongs. Und hier stehen sich die Leute halt gegenüber. So, One kommt jetzt auf jeden Fall nach vorne. Könnte ein bisschen zu früh sein noch, finde ich. Also da hätte man noch ein bisschen weiter runter arbeiten können. Oh, da kassiert jetzt One nämlich ganz schön. Ich glaube, das wäre besser gewesen, man hätte hier auf die 50 B gewartet, dass die die Maschine hier rausnehmen und von hinten kommen können. Aber Unity frisst doch ganz schön. Also da hat One jetzt hier gutes Fokusfeuer geleistet und nimmt hier einen an anderen von Unity raus. Also da kann, glaube ich, nicht mehr viel passieren für One hier. Ja, es war so ein kleines Abtasten. One ist da mal hingefahren, Unity da mal hingefahren. Schlussendlich hat man sich dann doch hier in der Heavy-Gasse, in der Fleischergasse getroffen. Und ja, da hat One hier das bessere Fokusfeuer gezeigt. Und hat die Runde somit für sich entschieden und ja, damit steht es 4:1 für One und haben damit quasi schon mal den Sieg jetzt hier geholt. Dann kann Unity nur noch verkürzen auf 4:2, um sein eigenes ja, Win-Lose-Verhältnis so ein bisschen aufzubessern. Auf jeden Fall sehr interessant gewesen, wie sich das hier ja, so ein bisschen hin und her geschaukelt hat. Von der einen Gasse in die andere Gasse. Und jeder ist mal woanders hingefahren und dann schlussendlich haben sie sich doch alle in der Fleischergasse getroffen. Ja, normalerweise trifft man sich leichter. Hier hat man sich irgendwie noch so ein bisschen so einen kleinen Bogen drum gemacht. Aber das ging dann doch relativ fix, wie Wanda die Leute von Unity runtergeschossen hat. Die hatten natürlich auch das Problem, dass die zwei Kongs von der Seite noch standen und dass man wusste, dass von oben noch die 50 Bs kommen. Und dann ist es halt immer schwer, dann sich nach drei Seiten da auszurichten und gleichzeitig so einen Push abzufangen. Also war von beiden Seiten am Anfang gut gemacht und ja, dann hat so ein bisschen das, ja, der RNG entschieden, möchte ich nicht sagen, aber. Auf jeden Fall hat das One dann gut gemacht zum Schluss und die Leute da rausgeschossen.
Und dann geht sowas dann relativ fix. So, letzte Runde. Das ist auch schon mal, kann man auch schon mal sagen. Und ja, jetzt sind wir mal gespannt, ob One jetzt hier das 5-1 klar macht oder Unity sich hier noch einen Punkt ergattern kann und dann auf 4-2 zu verkürzen. Wie gesagt, im Moment von der Situation mit der Karte, da die nicht gewechselt wurde und so weiter und so fort, kann man jetzt nichts lesen. Also von daher ist Unity da richtig fair und sagt quasi, okay, kann passieren, falsche Karte, dann halt nochmal neu. Gibt es auch die ein oder anderen Clans, die dann darauf beharren, dass das ja falsch ausgewählt war, bla blub und Auto lose. So. Nehmen muss man aber nicht. Heavy in TDs ist hier die Macht. Ja, die Conquerors von One waren auch gut eingesetzt bei One, ne? Die waren halt, seit halt bei den Super Kongs immer aufpassen, die haben halt eine scheiß Wanne. Aber die stand halt wirklich immer nur da, wo die Schutthaufen waren und von daher immer high down. Also haben sie dann auch gut versteckt. Jetzt haben sie sogar, glaube ich, noch einen Super Kong mehr drin, ne? Vorhin hatten sie, glaube ich, bloß zwei, jetzt haben sie drei. Vielleicht begegnen sich ja auch mal alle auf Null, zur Nullerlinie, wer weiß. Dass jetzt einfach mal alles hochfährt, das wäre auch mal ein Showdown, gab es ja auch schon. Das macht dann ein relativ fixes Spiel. Aber bei 10 Leuten wird der Platz hier oben dann ganz schön eng, wenn dann 10 auf 10 waren. Und wir haben nicht ein Einzelmeter oder Light dabei. Man stelle sich vor, man hätte jetzt so drei Lights und fährt ins Cap. Da könnte es, glaube ich, ganz schön knapp werden. Na, okay, die WZ sind jetzt nicht die langsamsten, ne? Aber, ne? Nee. Nee, ich glaube, das schafft man nicht. Aber man kriegt erstmal zu schwitzen, glaube ich. Wenn da drei Lights stehen und Ketten. Dann ist die Taktik, die man sich da vorgenommen hat, dann erstmal ein Arsch, weil dann muss man zusehen, dass man irgendwie ins Cap kommt. Wäre auch mal interessant gewesen. Aber nee, es ist wieder die Fleischergasse. Und diesmal ist bei Unity ja eigentlich das gleiche wie vorher. Ist auch wieder so Hälfte-Hälfte. Aber diesmal entscheidet man sich jetzt hier zu pushen und nicht wie vorhin dann ja, zurückzufahren. Wäre vielleicht besser, vorhin auch die bessere Idee gewesen, die 250 Biester wegzumachen. Einen haben sie jetzt schon raus, der andere, der wird wohl noch entkommen. So, jetzt merkt One, dass sie da hinten weggepusht werden. Jetzt pusht natürlich One seinerseits hier rein. Das ist aber zu zaghaft. Die müssen da jetzt weiterfahren, die müssen weiterfahren. Ja, weiterfahren. Nicht stehen beim Weiterfahren. Ihr müsst die Leute da rausziehen. Ich bleib jetzt erstmal hier. Oh, jetzt kommt aber schon die geballte Macht von Unity hier hinten lang. Der E4 stellt sich noch dagegen. Und hier lebt immer noch was von Unity. Das ist nicht so gut. Jedenfalls für One. Hier schon längst draußen sein müssen. Da gab's. Jetzt müssen wir hier ein bisschen hoch, sonst verpasst man das. So, relativ ausgeglichen noch. Aber One hat ganz schön lange gebraucht, hier aufzuräumen. Von daher ist jetzt One hier ein bisschen in Bedrängnis. Es sieht aber immer noch relativ gleich aus. Das könnte wirklich die letzte Patrone hier entscheiden. Da 50B gegen 50B und ja, der Full F hat gewonnen. Panzer gleich dann, ja, Prozent gleich dann fast. Jetzt wird's knapp.
von Unity, der One-Shot, der muss zusehen, dass er jetzt sich schön versteckt. Im Moment Unity vorne, weil sie einen Panzer mehr haben. Unity muss jetzt zusehen, dass sie hier ihre One-Shots da hinten behalten und genau schickt die beiden, die noch HP haben, vor. Der Fifty-B ist leer, aber der ist gleich nachgeladen. 3, 2, 1. Naja, nicht ganz falsch gezählt, aber jetzt ist er nachgeladen. Oh, 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 das kann jetzt böse enden. Da ist der erste raus. Der zweite. Das wird knapp. So, einen hat er noch. Nee, doch nicht. So, 50 Bs im Reload. WZ hinterher. Jetzt muss natürlich der andere Unstoppable hier helfen. Hat er gerade verschossen, der WZ? Ich glaube, der WZ hat gerade verschlossen. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, der, warum der WZ jetzt hier anhält, verstehe ich nicht. Der andere WZ ist auch One-Shot. Und der 50B ist niemals schon nachgeladen. Ich weiß nicht, warum man dann den aufhört, den leer zu fahren. Der WZ war offen, den hätte man dann rausnehmen können. Und hätte es dann nachher nur noch mit dem 50B zu tun gehabt. Und so hat man es jetzt mit beiden zu tun. War jetzt nicht so schlau von, Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, von Saro. Kann natürlich sein, dass er jetzt auch den Befehl gekriegt hat, da anzuhalten. Aber eigentlich war es nicht so schlau. Er wäre einfach hinterhergefahren, dann hätte er da halt den anderen WZ rausgenommen. Ja, okay, vielleicht hätte er einen kassiert. Aber was soll er denn jetzt machen? Gegen einen durchgeladenen 50B und einen WZ, der kassiert auch garantiert ein oder zwei. Und die sind natürlich so schön eingebaut. Das ist für Unity nicht mehr zu machen, da lege ich mich jetzt mal fest. Also selbst wenn man den jetzt hier mit so einem Luckshot den WZ rauskriegt, kriegt der 50B nicht mehr raus. Wobei der 50B mit so einem High Roll könnte gerade so. Ja, der 50B steht da auch falsch. Also, er hätte da nicht mit reingedorft. So, jetzt hätte er gemerkt, dass er da eine Scheißposition hat. Und der 50B hat auch gemerkt, dass es scheiße ist, da hinten drin zu stehen, dass er da nichts machen kann. Und das ist halt immer besser zu flankieren. Ja gut, dann mein festgelegtes nehme ich dann jetzt glaube ich mal zurück. So wie das jetzt hier gerade läuft, hat er dann eventuell doch noch eine Chance. Also, es traut sich halt keiner den Schuss zu fressen bei One. Weil normalerweise könnte der WZ auch den Schuss fressen, ja okay, dann wäre er rausgeflogen, aber dann hätte 50B halt die Reload-Zeit ausnutzen können, um runterzuschießen, aber ist ja egal. So haben sie es halt auch geschafft. Und haben halt den Sieg jetzt perfekt gemacht. 5:1 hat somit jetzt One gewonnen. Und ist damit dann höchstwahrscheinlich Tabellenführer. Und ja, Unity hat jetzt nach einem spannenden Runden ja eigentlich, war relativ knapp. Ein, zwei Runden, okay, die waren deutlich, aber der Rest war relativ knapp. Haben die dann unterlegen. Ja, und somit, wie gesagt, 5-1 für One. Glückwunsch. Danke an beide Teams, für dass wir zugucken durften. Und viel Glück in der Zukunft. Und Horido an alle Freunde des gepflegten Sponsorsports. Und dann bis die Tage. Macht gut.